Ja, danke schön, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es gibt da so einen Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Da haben wir eine kleine Anfrage gestellt, weil wir wissen wollten, wie steht es denn gerade aktuell um den und wie sieht es denn auch mit der Zukunft von dem aus. Und da kam heraus, dass zum Ende des Jahres im Prinzip die Zukunft dieses Hauptstadtfinanzierungsvertrages schon in Sack und Tüten sein soll, dass alles dann endverhandelt sein soll und für die nächsten Jahre dann gilt. Der wird übrigens ausgehandelt zwischen dem Senat und dem Bund, also der Exekutive. Und da muss man leider auch sagen, im stillen Kämmerlein, weil zurzeit kriegen wir ja, außer dass wir diese kleine Anfrage geschrieben haben, nicht viel davon mit. Und genau da wollen wir einhaken mit den beiden Anträgen, die wir heute hier eingebracht haben. Nummer eins ist, wir wollen, dass eine kontinuierliche Information darüber stattfindet, wie denn der aktuelle Stand dieses Hauptstadtfinanzierungsvertrages bzw. der Aushandlung zwischen dem Senat und dem Bund gerade ist. Dann wollen wir natürlich auch wissen, wie sieht denn die aktuelle Strategie dabei aus, weil da ist ja eine ganze Menge in diesem Hauptstadtfinanzierungsvertrag geregelt und man muss ja, wenn man das jetzt neu verhandelt, darüber reden, was kommt mit rein, was geht mit raus, wie viel Geld gibt es dafür und ähnliche Sachen. Da wollen wir gerne wissen, wie die Strategie des Senats an der Stelle auch ist. Und natürlich wollen wir hier eine Debatte im Plenum darüber entfachen und auch in der Stadtgesellschaft, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir mit diesem Hauptstadtfinanzierungsvertrag umgehen und auch wie die Zukunft dieses aussehen soll oder ob es überhaupt einen geben soll. Denn es liegt natürlich auf der Hand, was will denn Berlin, also wir als Hauptstadt sein? Und genauso könnte man auch fragen, was will denn der Bund von uns als Hauptstadt haben? Das sind ja zwei Fragen, die müssen geklärt werden, die muss man auch politisch klären, auch gesellschaftlich, weil es ist eine essentielle Frage. Jetzt, über 25 Jahre nach der Wiedervereinigung und der Berlin als Hauptstadt, muss man sich schon die Frage stellen, ob wir jetzt so langsam mal an den Punkt kommen, dass Gesamtdeutschland auch sagt, ja, Berlin ist auch zu 100% die Hauptstadt. Und der ganze Rest, was noch irgendwie in Bonn ein bisschen rumfliegt und ähnliche Sachen, das muss man jetzt endlich mal zusammenbringen. Aber diese Debatte muss man halt auch aus Berliner Sicht führen, weil wir müssen für uns ja auch sagen, wir wollen Bundeshauptstadt sein, auch mit allen Konsequenzen, die da dran hängen. Und wir müssen auch vor allen Dingen ausverhandeln, was das für Konsequenzen sind und wie wir damit umgehen wollen. Dann ein anderer Punkt, der damit dran hängt, ist vor allen Dingen eine Finanzierungsfrage. Wir reden hier dauernd auch im Hauptausschuss darüber, dass das nicht ordentlich ausfinanziert ist im aktuellen Hauptstadtvertrag. Und wir haben gerade einen Bürgermeisterwechsel gehabt und wir haben einen Finanzsenator, einen Finanzminister auf Bundesebene, der irgendwie jedem Typen versucht, noch eins drüber zu ziehen und ihm das Geld aus der Tasche zu leiern. Und da habe ich schon Angst, dass am Ende dann wieder nicht alles ausfinanziert ist. Weil wir haben da riesige Brocken mit drin, die derzeit einfach nicht ordentlich finanziert werden. Ein großes Beispiel ist das Inneres und Sicherheit. Da wissen wir es einfach. Wir wissen, dass Botschaften, Gäste, die hierher kommen, Staatsempfänge und vor allen Dingen zum Beispiel auch die ganzen Demonstrationen, die ja nur stattfinden, weil wir die Bundeshauptstadt sind. Also diese ganzen Agrardemos, die hier dauernd stattfinden, die finden doch nicht statt, weil Berlin so schön ist und weil wir hier so viel Agrarfläche haben, sondern weil wir die Bundeshauptstadt sind und die halt nicht irgendwo in Buxtehude demonstrieren würden, obwohl da viel mehr Agrarflächen sind als hier in Berlin. Ja. So ist es. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel die S21 oder die A100 sind Sachen, die da mit reinkommen, weil die müssen ja auch alle ausfinanziert werden. Bei der S21 streiten wir uns ja auch gerade. Finde ich persönlich schön, dass wir uns gerade streiten. Vielleicht kriegen wir dann den S-Bahnhof Perleberger Brücke wieder mit rein. Da wohne ich nämlich in der Nähe. Der wäre echt super, wenn wir den wieder haben würden. So ein bisschen Lobbyismus hier an der Stelle. Alle dafür einsetzen. Genau, da muss man dann da nochmal gucken. So, der Antrag 2 beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Kulturförderung an sich und der Evaluation. Weil wir müssen uns doch mal die Frage stellen, was wollen wir überhaupt an Kultur fördern? Also was? Und wir haben einen neuen Kultursenat, der ja mit dem Humboldt-Forum die Diskussion noch aufgemacht hat. Also das heißt, wir sind an dem Punkt, wo wir darüber reden müssen, auch mit dem Bund zusammen. Was sind Bundesaufgaben, die der Bund auch zu leisten hat? Weil wir haben ja Einrichtungen hier in der Stadt, wie zum Beispiel Museen, die Staatsoper, das Humboldt-Forum, die einen Bildungs- und einen Kulturcharakter haben und weit darüber hinausgehen, nur für Berlin relevant zu sein, sondern die sind sogar bis hin zu international. Da müsste man sagen, die EU muss noch mehr Geld mit reingeben oder die internationale Staatengemeinschaft muss mehr Geld mit reinnehmen. Also das muss auch damit verhandelt werden. Und außerdem ist es ja auch so, dass wir eine relativ ausgeprägte Gedenkkultur hier in Berlin haben und auch eine ganze Menge Institutionen dafür da haben. Da müsste man auch mal das evaluieren. So, und um den Bogen jetzt wieder zurückzumachen, das sind nur zwei Punkte und das kann auch nur der Einstieg sein, weil die Debatte ja nicht nur an diesem aktuell stattfindenden Hauptstadtfinanzierungsvertrag
enden kann, sondern wir müssen uns zum Beispiel auch darüber überlegen, wie sieht es denn mit der Stadtentwicklung im Regierungsviertel aus? Das müssen wir uns auch nochmal angucken, so wie es da jetzt gerade ist. Finde ich, kann es nicht bleiben. Da müssen wir eine Debatte anfangen. Und insgesamt müssen wir die Debatte darüber finden, wie integrieren wir die Regierung, also die Bundesregierung, in unsere Stadt Berlin und wie wollen wir damit umgehen? Und jetzt ist meine Redezeit zu Ende. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Beratung in den Ausschüssen und was in der Zukunft dann noch so alles kommt. Dankeschön.